Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines blauen Zines. Diesen Teil gibt es mit einem Voice-Over. Ich habe das Zine in einem Stück gestaltet. Allerdings habe ich das Video in zwei Teile geteilt, weil es ansonsten viel, viel, viel zu lang geworden wäre. Und ja, deswegen dieser zweite Teil mit einem Voice-Over. Außerdem habe ich tatsächlich aufgehört zu erklären, was ich gerade mache. Ich war so in meinem Element, dass ich aufgehört habe zu sprechen und einfach nur noch kreiert habe. Hier seht ihr die Schallplatte aus Teil 1. Vielleicht erinnert ihr euch. Und die versuche ich jetzt aufzukleben, überlege, ob ich es überlappen lasse oder nicht. Ich habe vorher mit der blauen Ölkreide 5 Striche gezogen. Ich mache gerne ungerade Zahlen, 3 oder 5. Ich mag gerade Zahlen nicht so gerne. Und ja, jetzt suche ich da irgendwas. So, und ich klebe das mit dem Matt Medium auf, um mehr Transparenz zu haben. Mit dem Klebestift kriegt man weniger transparent. Das ist ein ganz dünnes, altes Schreibmaschinenpapier, auf das ich mit der Gelplatte gedruckt hatte. Darüber habe ich auch ein Video gemacht. Das ist, glaube ich, das vorletzte Video. Und ja, diese Collagepapiere benutze ich eben ganz gerne für solche Projekte wie diese Zines oder Junk Journals, und ich leime hier mit einem, ja, Schulpinsel. Ich habe da so mehrere, die waren ganz günstig. Verzeiht, meine Stimme ist etwas brüchig heute. Leime ich das ein und ihr seht schön, wie diese Transparenz sich ergibt. Hier seht ihr den ganzen Jellyprint, wo ich die, ja, ich nenne es Schallplatte, ausgeschnitten hatte. Und jetzt möchte ich ein weiteres Element, Gestaltungselement hinzufügen. Und wie ihr seht, habe ich wieder eine ungerade Zahl gewählt. Diesmal sind es 3. Ja, und ich überlege jetzt, wo ich das hinhaben will. Und hier föhne ich das schnell trocken, damit ich weiterarbeiten kann. Als nächstes habe ich hier einen alten handgeschriebenen Brief. Ich habe ungefähr 20 Minuten Videomaterial rausgeschnitten.
wo ich nach Papieren gesucht habe und überlegt habe, wie ich da jetzt weiter fortfahre. Ich habe mich entschlossen, da Streifen rauszureißen und die auch mit dem Medium aufzukleben. Die Tinte, mit der der Brief geschrieben ist, die hat sich ein bisschen, ja, die ist ein bisschen verwischt, aber das fand ich jetzt auch nicht so tragisch. Hier habe ich jetzt noch ein kleines Stückchen, das ich unterbringen möchte und schaue einfach, wo ich es hinhaben möchte. Und mir gefällt es da im mittleren Kreis am allerbesten. Also kommt es dahin, um da noch mal ein bisschen, ja, Gegengewicht zu geben zu dem geschriebenen auf der linken Seite. Und jetzt gucke ich, ob das alles gut fest ist. Und ja. Schneide den Überstand ab. Und wahrscheinlich, weil mir das zu nervig ist und als sowieso eine Art Collage wird, klebe ich hier einfach den Überstand auf die nächsten Seiten, um da auch schon mal ein Gestaltungselement zu haben. Jetzt wird das Ganze nochmal trocken geföhnt und es geht weiter mit der nächsten Doppelseite. Ich habe hier ein paar Teile, die sind übrig geblieben, als ich mir eine Jellyprint-Schablone gemacht habe. Das ist aus so einem oder von so einem Dokumententrenner, so Plastik. Trenner für Ordner. Die Teile, die klebe ich jetzt mit Tesafilm auf meine Doppelseite auf, um die Bereiche zu schützen, die nicht eingefärbt werden sollen. Aber seht selbst. Mit einer Farbwalze trage ich jetzt dunkelblaue Acrylfarbe über die komplette Doppelseite auf. Und überall da, wo ich vorher diese blauen Plastikstückchen aufgeklebt habe, entstehen Fenster, durch die der eigentliche helle weiße Hintergrund sichtbar bleibt.
Und dann nehme ich mir noch ein Schaschlikstäbchen zur Hilfe und ritze in die noch feuchte Farbe, ja, Schrift, asymmetrische Schrift rein, um das Ganze noch ein bisschen interessanter wirken zu lassen und nicht so, ja, so ebenmäßig aussehen zu lassen. Nachdem ich das Ganze jetzt gut getrocknet habe, ziehe ich die vorher aufgeklebten blauen Schablonenteile ab. Und wie ihr seht, ist dadurch ja ein schönes gestalterisches Element entstanden, mit dem ich jetzt oder auf dem ich jetzt weiter arbeiten kann. Ja, ich war dann doch nicht so zufrieden mit dem Ergebnis. Das war mir einfach zu heftig, was den Kontrast angeht. Und deswegen nehme ich hier nochmal die selbst angemischte Off-White-Acrylfarbe und milder die ganze Seite damit ab. Hier habe ich jetzt zum Beispiel von einem, ja, das ist glaube ich auch ein Jelly Print auf ja, semi-transparentem Papier, ein Stückchen Collagepapier und probiere hier, was für mich wirkt und was nicht. Diesen Pinselstrich, den finde ich sehr apart und sehr schön und ich finde, der passt sehr gut auf diese Seite. Das ist auch ein Stück von selbstgemachtem Collagepapier mit asemischer Schrift und ich weiß es gar nicht mehr, aber es ist von den Farben her auch passend. Das ist auch ein Stück Papier, was mich anspricht und ich versuche hier immer noch herauszufinden, ja, wie ich diese Seite gestalten will und da ist für mich einfach wichtig, das einfach mal einfach hinzulegen, zu gucken, zu spüren, tut es das oder also tut das Stück Papier etwas für mich, mal ganz nach Guido Maria Kretschmer, das tut was für dich und das tut nichts für dich. So nach dem Prinzip gehe ich hier vor und das ist ja, das ist ein Gefühl, was ich habe. Ob es passt oder nicht. Die beiden Teile links, die fand ich sehr passend. Bei dem, ja, finde ich diese schwarzen Quadrate ganz schön, aber irgendwie, glaube ich, komme ich damit nicht so wirklich zurecht. Dann auch immer schauen, wie ist es in Kombination? Nehme ich es quer, nehme ich es hoch? So finde ich es jetzt auch ganz schön. Wenn ich das jetzt so sehe im Nachhinein, würde ich es so aufkleben.
Ja, aber das passt dann gar nicht mehr. Das ist zu viel schwarz. Das eine oder das andere, Bogi. Mal gucken, was du machst. All dieweil habe ich alle meine Schnipseltüten durchforstet und habe diese kleinen, ja, Porträts, Bilder von Menschen gefunden. Das sind ja Abbildungen aus der Flow. Die haben immer eine Seite oder hatten, ich weiß nicht, ob das jetzt noch ist, ich lese sie nicht mehr, hatten jedenfalls in einigen Ausgaben eine Seite mit Schwarz-Weiß-Bildern. Und da habe ich mit Gesso die Menschen umpinselt, um sie komplett zu isolieren. Und die finde ich sehr passend für mein Zine. Und hier überlege ich jetzt gerade, welches oder welche ich davon benutze. Und ja, klebe die ein. Also die drei Damen im Badeanzug, die müssen auf jeden Fall rein. Die finde ich sehr toll. Auch das Format finde ich sehr schön. Nach wie vor dieser fette schwarze Pinselstrich, der hat es mir angetan. Und hier probiere ich einfach durch Hinlegen aus, ob ich da ein Gefühl bei bekomme, ob mir das gefällt, ob es mit den Vorseiten, ob das harmonisch ist. Und ja. Also jetzt im Nachhinein betrachtet, wo ich mir das alles nochmal so anschaue, merke ich, dass ich einfach auch ja, ein bisschen zu lange gearbeitet habe. Also ich habe aufgehört zu erklären, ich war oder wurde mehr und mehr unschlüssig, was eigentlich jetzt gut wirkt. Und ich arbeite ja am liebsten planlos. Aber mir kommt es vor, als ob ich hier wirklich, wirklich planlos bin. Ja, ich merke, dass mir die Entscheidungen nicht mehr so leicht fallen und ich dann doch oft hin und her überlege, wie ich was jetzt mache oder etwas gemacht habe, um es dann wieder zu überpinseln. Und ja, vielleicht sollte ich mir mal einfach einen Timer stellen und zwischendurch eine kleine Pause machen, eine Kreativpause. Einen Kaffee trinken, um dann noch mal ja mit einem frischen Kopf sozusagen noch mal auf das getane Werk zu schauen und weiterzumachen. Ich finde, dass dieser schwarze Pinselstrich auch so ein bisschen aussieht wie eine ja, abstrakte Figur, die jetzt so gesehen auf dem Kopf steht, aber so rum tatsächlich ja eine abstrakte Figur darstellt. Das ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Aber wenn ich das jetzt gleich hinlege, dann seht ihr das vielleicht, was ich meine. Ah, jetzt steht sie wieder auf dem Kopf. Ich weiß nicht, ob ich es noch mal rumdrehe. Drehe es noch mal rum. Seht ihr, wie ich da hadere? Aber jetzt ist der Entschluss gefasst und ich klebe es fest. Ganz nah an die eine Person von dem kleinen Bild, um ja eine Einheit zu schaffen, ein Zusammengehören zu schaffen. Und ihr seht, dass diese Fensterchen, die ich zuerst gemacht hatte, mit denen ich so nicht zufrieden war, jetzt eine wunderschöne Ebene darstellen. Ja, ohne die wäre das nur halb so interessant. Also egal, was ihr auch macht, es ist nichts verkehrt und das eine führt immer zum anderen. Und wenn es nur die Erkenntnis ist,
von dem, was ihr nicht mögt, was euch nicht gefällt. Also Fehler sind gut. Lass es mich mal so ausdrücken. Und Fehler müssen gemacht werden, um zu lernen. Und da kommt jetzt komplett dieses Teil drüber, dieses Stück Papier, was ich sehr mag. Und habe dann auch wieder ja den Bezug zur Schrift geschaffen und habe diese Fenster eliminiert. Es ist gar nicht mehr viel zu sehen, aber rechts geben die einen wunderschönen Hintergrund. Und ohne meine, ja, wie ich schon gesagt, ohne meine anfängliche Idee würde es jetzt nicht so wirken. Und ich wollte, dass sie ihn unbedingt fertig kriegen. Ich wollte da nicht nochmal, ich wollte es nicht weglegen aus Angst, dass ich ja nicht mehr reinkomme, dass ich den Anschluss nicht mehr finde. Hier reiße ich, das ist so ein dünnes Papierchen. Und dadurch, dass das so feucht geworden ist durch das Mattmedium, kann ich das ganz einfach abreißen, beziehungsweise ja, schlag es auf die andere Seite. Oder klebe es fest, um da noch ein bisschen Spannung zu erzeugen. Jetzt reiße ich es doch ab. Ja, wie gesagt, ich war einfach schon drüber. So, jetzt gehe ich nochmal mit der Karte und ziehe das glatt und schaue, dass ich keine Luftblasen habe und schaue, ob alles gut festgeklebt ist. Und ja. Entferne jetzt hier den Überstand und bin so erstmal ganz zufrieden. Und während des Trockenvorgangs habe ich mich dann auch entschieden, welches der Bilder noch auf die linke Seite der letzten Innendoppelseite kommt. Und das ist die aus dem Bild gehende Frau mit dem vielen Freiraum über dem Kopf, den ich brauchen könnte, glaube ich, etwas Freiraum im Kopf. Nein, ich finde, das gibt einfach ein schönes Gegengewicht zu dem schwarzen Pinselstrich auf der rechten Seite. Schwarz-weiß. Und ich finde das einfach ein super schönes Gegengewicht und das gleicht harmonisch aus. Und das ist für mich jetzt so auch fertig.
Ja, und zu guter Letzt will jetzt natürlich auch noch das Cover gestaltet werden. Und da sind wieder die oben diese zwei ja, schwarzen Quadrate, beziehungsweise habe ich hier weitere Jelly Prints mit ja, schwarzen Pinselstrichen, die ich jetzt dazu nutze, um vorne dort, wo es genau, ihr seht es da, einfach nochmal ein ja, Point of Interest, also ein, wie sagt man das auf Deutsch, ja, ein Point of Interest, ein ja, etwas zu schaffen, was ein Fokuspunkt, so, lass es mich mal so ausdrücken. Und ja, das klebe ich jetzt hier auf. Da habe ich übrigens auf Beipackzetteln aus der Medikamentenschachtel gedruckt. Funktioniert wunderbar. Super schönes, dünnes Papier. Und bei mir kommt nichts in die Tonne. Ich kann immer alles gebrauchen. Das ist schon so, dass mein Mann fragt, kannst du das brauchen oder darf das ins Altpapier? So, seht ihr? Da muss noch ein bisschen Kleber dran. Das war noch nicht genug. Aber so habe ich jetzt auch hinten und vorne zusammengeführt und habe vorne einfach in dem Schwarz eine schöne Fläche, wo ich den Titel meines Zines eintragen kann. Und da ich dieses Zine gemacht habe, aufgrund der, ja, der Challenge von Gudruns Happy Journals, 12 Monate, 12 Zines, ist das Januar-Zine, dann werde ich da auch Januar jetzt draufschreiben. Ich habe noch ein weiteres Zine gemacht. Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, vielleicht habe ich auch noch März gemacht. Aber ich habe dann damit aufgehört. Ich habe so festgestellt, dass es hat mir zwar sehr viel Spaß gemacht und ich finde die Challenge und die Initiative von Gudrun finde ich ganz, ganz toll, aber es ist einfach nichts für mich. Also da mich so an Vorgaben zu halten, ihr habt gesehen, wie es bei mir ist, ich fange planlos an und höre planlos auf und irgendwas kommt dabei heraus und ja, das, ich habe gemerkt, das ist einfach nicht so wirklich mein Ding, mit so Prompts oder mit so Aufgaben zu arbeiten. Ich lasse lieber allem gerne freien Lauf.
Ja, und während mein Sinn zum Ende kommt und ich das mehrmals jetzt durchgeblättert habe und auch die offenen Seiten miteinander verklebt habe, ist mir aufgefallen, dass auf der zweiten Doppelseite, wo die Schallplatte ist, dass dort keine Menschen abgebildet sind, dass ich hinten Menschen habe, vorne Menschen und in der Mitte nicht. Und deswegen habe ich jetzt überlegt, dass ich da auch noch eins von diesen gesso-ummalten Bildern hinklebe. Und ja, ich fand dieses Mädchen oder diese junge Frau, fand ich ganz toll. Zum einen, weil sie ja halb vergilbt ist und zum anderen, weil sie aus dem Bild herausschaut oder aus dem Büchlein herausschaut letzten Endes. Und die schneide ich jetzt gerade noch schnell aus. Beziehungsweise schau mal, ob da nicht doch die Rückseite passt. Sehr clever, nachdem man das schon ausgeschnitten hat. Aber nein, es ist genau diese Dame und die passt perfekt dahin. Und ich kontrolliere das nochmal, ob das mit den anderen Seiten harmoniert. Und das ist tatsächlich das letzte Teil, was für mich die ganze Sache rund macht. Ich schaue nochmal, ob diese Dame passt. Aber ich kann euch jetzt schon verraten, es wird dann doch die, die ich ausgeschnitten habe. Nee, das passt von der Farbe. Nee, das passt von der Farbe nicht so gut. So, wo hast du jetzt die andere hingeschmissen? Ja, du bist eine Chaos Queen. So viel Schnipsel mittlerweile auf dem Tisch. Ja, es ist einfach, sie ist es. Und die kommt jetzt noch als letzter Akt dorthin. Und ich finde, das rundet es wirklich, wirklich schön ab, alles. Es harmoniert auch gut mit dem gelblichen Brief auf der anderen Seite. Und ich habe jetzt überall, ja, habe ich überall, habe ich Personen, Menschenbilder. Letzten Schliffe, kleine Überstände und so weiter. Ich bin da, oh, ganz schlimm perfektionistisch. Das muss immer alles dann glatt und gerade sein. Aber wie ihr seht, mein Sinn ist fertig. Kontrollblättern. Ich schaue es mir an und ich finde es ganz toll. Ich bin sehr zufrieden. Ja, das ist mein Januar-Sin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier kommt noch mal ein Close-up. Wenn euch das gefallen hat, auch sorry, dass die Kamera wackelt. Wenn euch das gefallen hat, was ich euch hier gezeigt habe, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da, oder abonniert meinen Kanal, schreibt mir einen Kommentar, schreibt Lob, schreibt konstruktive Kritik. Ich freue mich über alles. Und lasst mich wissen, ob es euch interessiert, ob ihr davon noch mehr sehen wollt. Und ja, ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Ich hoffe, ihr habt etwas von mir mitnehmen können für eure kreative Spielerei, für euer kreatives Schaffen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir beim nächsten Mal auch wieder zuschaut. Macht's gut und bis bald. Eure Bogi. Tschüss.